Das Thema meines Vortrags ist die Frage krisenfeste Gemeindefinanzen. Gemeinden hat es ja deutlich getroffen durch die Pandemie und es hat deswegen auch Hilfspakete gegeben von Seiten des Bundes, aber auch von Seiten der Länder, die hier unterstützend unter die Arme gegriffen haben. Das heißt, es geht um Fragen der Finanzierung der Daseinsvorsorge, um Frage der Liquidität und kommunalen Investitionen, die es hier weiterzuführen gilt. Und ich möchte heute kurz darstellen drei Bereiche. Zwar einerseits, welche Auswirkungen hatte die Wirtschaftskrise 2009 und jetzt auch die Pandemie 2020 auf die Gemeindefinanzen. Dann zweitens, wie kann man die Resilienz der Gemeindefinanzen insgesamt einschätzen und Entwicklungsperspektiven? Also was kann man jetzt machen, was wären jetzt mögliche weitere Schritte? Wenn wir uns die Wirtschaftskrise 2009 anschauen, ist das ein sehr schönes Beispiel, wo wir jetzt einen längerfristigen Zeitraum haben. Wir hatten die Krise 2009 und das hat sich im Zeitverlauf hier verändert. Und Sie sehen hier die zwei Linien, die sehr ähnlich beieinander sind. Das ist das BIP einerseits mit der orangen Linie und die Finanzkraft nach Transfers, die grüne Linie. Hier sehen Sie, dass sich diese beiden Linien annähernd gleich entwickelt haben, natürlich mit entsprechenden Schwankungen. Und auch unmittelbar an die Krise hat es hier natürlich einen Einbruch bei der Finanzkraft gegeben, bei den Gemeinden, aber die haben sich dann wieder erholt und sich ähnlich entwickelt wie das BIP. Die Verschuldung war mehr im Vergleich zum BIP relativ stabil. Also hier hat es keine großen langfristigen negativen Auswirkungen gegeben, was auch auf den Stabilitätspakt zurückzuführen ist. Wo es aber sehr starke Veränderungen gegeben hat, ist im Bereich der Investitionen. Also hier sehen wir, dass die Investitionen auch in den Jahren nach der Finanzkrise deutlich zurückgegangen sind. Also hat es wirklich einen Einbruch gegeben und sich dann nur sehr langsam erholt haben. De facto erst 2017, dass sie wirklich wieder an das Vorkrisenniveau angeschlossen haben, was in hohem Maße auch auf die Investitionsprogramme des Bundes zurückzuführen ist. Also wir denken an die 15a-Vereinbarung der Kinderbetreuung, an die Ausbauprogramme in der Ganztagsschule oder eben auch an das kommunale Investitionsprogramm 2017. Wie stark die Gemeindefinanzen von Wirtschaftskrisen betroffen sind, sieht man auch an der Pandemie 2020. Hier hatten wir einen deutlich stärkeren Rückgang im Bereich des Überschusses der laufenden bzw. operativen Gebarung. Und wir haben hier zwei Problembereiche, die sich hier im Bereich der Gemeinden zeigen. Das eine ist das Thema der Liquidität. Habe ich genug Mittel, um meine laufenden Ausgaben zu tätigen? Wenn ich das nicht habe, habe ich eine hohe Anzahl an Abgangsgemeinden. Ich habe Finanzierungsprobleme im Bereich der Daseinsvorsorge oder Probleme der Darlehenstilgung. Und der zweite Bereich ist das Thema der Investitionen. Kann ich mir meine Investitionen leisten oder muss ich Investitionen zurückfahren? Habe ich einen Investitionsrückstau, der nur schwer oder nicht aufholbar ist? Und wie ist das Thema, wie schaut es mit der Verschuldung aus? Das heißt, diese zwei Bereiche muss man immer im Auge behalten. Und die zwei Bundespakete, Hilfspakete setzen genau auch an diesen zwei Aspekten an. Also einerseits im Bereich der Liquidität und andererseits bei den Investitionen. Hier hat man sicher auch aus dieser Finanzkrise 2009 gelernt, wo die Investitionen so sehr stark zurückgegangen sind, dass man hier jetzt frühzeitiger hier sozusagen versucht hat, entgegenzuwirken. Wenn wir uns das jetzt von den finanziellen Zahlen her anschauen, ist davon auszugehen, nach unseren Prognosen, dass für 2020, 2021 insgesamt Mindereinnahmen für die Gemeinden von 4 Milliarden zu erwarten sind. Die Gemeindepakete, also kommunales Investitionsprogramm und auch das Liquiditätsstärkungspaket betragen 2,5 Milliarden. Das heißt, insgesamt wären 1,5 Milliarden von den Gemeinden selbst zu tragen und zu lösen. Mittelfristig
wird dann noch 1 Milliarde von diesen 2,5 Milliarden zurückgezahlt. Dafür hat man eben auch eine gesicherte, aber gedeckelte und auch schwache Ertragsanteilsentwicklung eben von 2019 bis 2024 von 7%. Und diese Entwicklung ist natürlich unterhalb der Inflation und auch weit unterhalb von Umlagenentwicklungen oder anderen laufenden Ausgabenentwicklungen. Das heißt, die mittelfristige Perspektive bleibt kritisch oder zumindest herausfordernd. Aber jetzt aktuell sind die Liquiditätsprobleme gelöst und wie es dann bis 2024 weitergeht, müssen wir uns noch genauer ansehen. Die Frage ist jetzt, wie kann man Resilienz von Gemeindefinanzen bestimmen? Es gibt verschiedene Dimensionen. Diese Übersicht betont sozusagen zwei wesentliche Dimensionen, die wir sozusagen berücksichtigen müssen im Finanzausgleich. Das eine ist die Robustheit, das andere ist die Anpassungsfähigkeit. Robustheit bedeutet, dass man nicht so leicht krisenanfällig ist. Das heißt, die Strukturen, die Instrumente, die man hat, sind so ausgerichtet, dass man hier einfach robust in Krisen hineingehen kann. Und der zweite Aspekt ist die Anpassungsfähigkeit. Das heißt, dass man auch eine gewisse Flexibilität hat, dass man auf Krisen reagieren kann, dass man die entsprechenden Handlungsspielräume überhaupt hat, gegenzusteuern. Und diese Robustheit und Anpassungsfähigkeit betreffen sowohl die Governance, also Strukturen, Handlungsrahmen, wie arbeitet man zusammen, wie kann man sich hier weiterentwickeln. Dann das Zweite, die Konstruktion, wie komme ich zu nachhaltigen, stabilen Gemeindefinanzen. Und der dritte Bereich, der Daseinsvorsorge und nachhaltige Investitionen, das ist sozusagen die Aufgabenseite, wofür die Gemeinden Mittel haben müssen, damit eben Betrieb und Errichtung von Daseinsvorsorge und Investitionen hier wirklich auch gesichert ist. Und das sind verschiedene Aspekte, die man hier natürlich gemeinsam betrachten muss. Wir haben jetzt verschiedene Instrumente zur Hand, die sozusagen die Rahmenbedingungen, innerhalb dessen man sich bewegt, hier bestimmen. Wir haben eine Bundesverfassung, die sagt relativ klar, dass der Finanzausgleich so auszugestalten ist, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der einzelnen Ebenen und der einzelnen Gebietskörperschaften nicht überschritten wird. Das heißt, hier gibt es bereits eine Verknüpfung zwischen Aufgaben und auch der Ausgestaltung des Finanzausgleichs. Wir haben das Finanzausgleichsgesetz, welches die Verteilung der Abgabenerträge regelt. Das ist ein sehr lange gewachsenes Modell ist, das natürlich komplex und behäbig und schwerfällig teils auch ist, aber natürlich auch gewisse Stabilisatoren im System trägt. Und wir haben den österreichischen Stabilitätspakt, der eine nachhaltige Haushaltsführung auf allen drei Gebietskörperschaften koordiniert und hier auch ein wichtiges Steuerungsinstrument geworden ist, um zum Beispiel Überschuldung zu verhindern. Und wir haben weitere Bundes- und Landesregelungen, die sehr vielfältig sind, die sozusagen teils Kriseninstrumente sind, wie zum Beispiel der Katastrophenfonds oder auch Instrumente, um langfristige Veränderungen hier voranzutreiben, wie zum Beispiel die 15a-Vereinbarungen zur Kinderbetreuung. Und das heißt, wir haben hier ein komplexes Geflecht, innerhalb dessen wir uns bewegen. Und das hat eben jetzt auch in der Krise hier zusammengespielt. Ich möchte jetzt einen Versuch starten, sozusagen die Resilienz von Gemeindefinanzen einzuschätzen. Das kann natürlich jetzt einmal nur eine erste Einschätzung sein und würde eine noch umfangreichere Studie natürlich benötigen. Wenn wir uns diese drei Bereiche Governance, nachhaltige, stabile Gemeindefinanzen und Daseinsvorsorge und nachhaltige Investitionen ansehen, sehen wir, dass einiges gut funktioniert, aber es auch in einigen Punkten durchaus Nachholbedarf oder Aufholbedarf oder Verbesserungsbedarf gibt. Im Bereich der Governance gibt es jetzt keine Resilienzstrategie. Das heißt, Resilienz ist noch nicht
in den Finanzausgleich integriert. Es gibt kein Monitoring, wo man rechtzeitig Krisen sieht und darauf reagieren kann. Die Gemeindeautonomie ist, wie wir auch zuvor schon gehört haben, ein bisschen ein schwieriger Punkt. Wie stark soll Gemeindeautonomie sein? Also das sind Punkte, die muss man natürlich diskutieren. Wie stark soll die Transferabhängigkeit sein? Wie viele eigene Abgaben braucht man? Welche Aufgaben sind zu erbringen? Welche Handlungsspielräume habe ich dabei? Hier gibt es aber sicher Handlungsbedarf und auch die Einbindung der Gemeinden in Entscheidungen ist bei einigen Punkten sehr wohl gegeben, bei einigen Punkten auch nicht. Also hier kann man das sehr unterschiedlich sehen. Beim Bereich nachhaltige, stabile Gemeindefinanzen haben wir mit unserem Finanzausgleich natürlich ein sehr stabiles System. Wir haben Fiskalregeln mit dem Stabilitätspakt. Wir haben auf der Gemeindeebene auch eine doch relativ hohe Einnahmendiversität. Wir haben nicht nur eigene Abgaben, wir haben Ertragsanteile, es gibt Gebühren, wir haben aber auch Leistungsentgelte. Also hier hat man notfalls mehrere Standbeine, auf die man zurückgreifen kann. Aber die Handlungsspielräume im Bereich der Einnahmen und auch bei den Ausgaben ist doch auf der Gemeindeebene gegenüber den anderen Ebenen deutlich eingeschränkt. Derzeit haben wir eine sehr hohe Planungssicherheit bei den Gemeindefinanzen und Kriseninstrumente sind jetzt kurzfristig entwickelt worden. Das ist an und für sich noch näher zu betrachten. Der Bereich Daseinsvorsorge und nachhaltige Investitionen. Hier, glaube ich, gibt es schon noch einiges an Nachholbedarf, dass man sich stärker damit beschäftigt, Nachhaltigkeit und kommunale Investitionen in Einklang findet, indem es zum Beispiel viel stärker in den Förderkriterien von Investitionen einfließt und auch die Abstimmung von Investitionen im regionalen Bereich und das wäre doch auch ein wichtiger Punkt, dass man hier viel stärker hier noch einen Blick darauf wirft. Und ja, und damit kommen wir schon zur Frage, wohin sollte quasi die Reise gehen? Es fehlt derzeit wirklich eine Evaluierung des Finanzausgleichs betreffend Resilienz. Das heißt, wer ist eigentlich wirklich wie stark betroffen? Jetzt nicht nur Bund, Länder und Gemeinden, sondern auch insbesondere auf der horizontalen Ebene gibt es ja doch deutliche unterschiedliche Betroffenheiten, auf die man hier auch unterschiedlich reagieren kann und sollte auch in einem Finanzausgleichssystem. Auch die Frage, sind die jetzigen Ausgleichsmechanismen gut geeignet oder kann man die besser aufstellen und wie hat das gesamtstaatliche Zusammenspiel hier funktioniert? Der zweite Punkt ist, dass es stärker sowohl Prävention als auch Krisenbewältigung hier in den Finanzausgleich gilt zu verankern. Das heißt, einerseits in den Nicht-Krisenzeiten möglichst stabile Finanzen aufzubauen und dann in den Krisenzeiten auch schnell und gut und ernsthaft auch reagieren zu können. Das bedeutet natürlich, dass längst fällige Reformen hier umzusetzen sind. Wir haben hier natürlich einige auf Lager, wie Transferentflechtungen, aufgabenorientierter Finanzausgleich, Grundsteuerreform. Hier wären doch einige Baustellen, die man hier angehen kann und auch sollte. Und schließlich geht es darum, auch den Finanzausgleichsreformprozess hier voranzubringen. Der Rechnungshof hat jetzt zuletzt einen Bericht präsentiert, indem er darauf gewiesen hat, dass Reformen natürlich auch klare Ziele benötigen und auch ein klares Projektmanagement. Und das wäre hier sicher notwendig und sinnvoll, hier auch im Zusammenhang mit Resilienz. Und ich kann nur dafür plädieren, dass wir die Zeit jetzt bis zum nächsten Finanzausgleich, also die nächsten 2 Jahre wirklich nutzen, uns mit diesem Thema der Resilienz im Finanzausgleich näher auseinanderzusetzen und dieses Thema auch wirklich auf die Reformagenda zu stellen. Und damit bedanke ich mich und stehe dann später gerne für Fragen bereit.